Wir sind in der Nähe von Köln. Zwischen Köln und Bonn gibt es einen Rhein-Sieg-Kreis, einen schönen Ort. Und hier sind wir im Wald. Und hier ist ein alter Fachwerkbauernhof. Und ich wohne hier in der Nähe. Und ich kriege Besuch vom Flagge heute. Mein Herz in Flammen. Ich trete mal ein in eine Welt, die mir absolut fremd ist. Ich finde hier Westdeutschland fremd und alles, was er macht, ist mir fremd und unbekannt. Also ich lerne mal was kennen, was ich noch nicht kenne. Und das finde ich gut. Auf der Bühne macht er einfach das genialste Show, was es überhaupt gibt. Eigentlich ist er der größte Star auf der Bühne. Klar, Till ist vorne, er ist der Frontman. Aber Flagge ist unter den Fans der vielleicht noch größere Star. Und er ist extrem Sportler und das ist das, was mir am entferntesten so gegenüberliegt. Also was im Sport finde ich ja schon schlimm und Extremsport dann extrem schlimm. Und das finde ich echt schräg, dass einer das so mit dem ganzen Herzen macht und auf Inseln fährt und sich da einschließt und sich Herausforderungen stellt, die gar nicht da sind, die er sich selber ausdenkt, zu Fuß durch Amerika mit dem Fahrrad, Anhänger, weiß ich. Und da würde ich mal gerne sehen, was das für ein Mensch ist, der so durchgeballert ist. Ich bin Rammstein-Fan und als ich noch ein bisschen bekannt war, vor 20 Jahren, da haben wir halt so einen goldenen Otto bekommen. Bei der Bravo gab es immer so Ottos. Und Till und Flagge waren da und auf der Bühne haben die halt das Otto bekommen. Und hinter die Kulissen wollte ich ein Foto mit Rammstein machen. Die wollten das nicht. Es wäre vielleicht ein schlechtes Image für die, ich weiß es nicht. Es war ihnen vielleicht peinlich, dass ein Kelly-Fan von Rammstein ist. Ich habe so interessante Sachen gehört über den, dass der in der Band, also dass die Familie da zusammen Musik gemacht hat. Und das Beeindruckendste finde ich, dass er Musik machen musste. Und dass es nicht sein eigener Wunsch war, dass er jetzt Musiker werden will, wie man es sonst so kennt. Die anderen erzählen ja immer so Geschichten, ja, ich habe das schon immer gefühlt und ich wollte Musiker sein, sondern er ist schlicht und einfach von seinem Vater gezwungen worden, wie ich das gehört habe, Musik zu machen. Und das Verrückteste ist, er ist trotzdem damit erfolgreich. Rammstein vs. Kelly Family, also mehr geht nicht. Flagge. Ja, schön. Was für ein cooles Auto hast du da? Ein ganz normaler 123er. Ja, aber Englisch, oder? Andere Seite. Das war, ich höre nur links. Und wenn ich rechts fahre und meine Frau sitzt neben mir, höre ich nicht, was sie sagt. Und dann sagt sie immer links und ich fahre geradeaus. Deshalb dachte ich, soll jetzt, wo ich rechts sitze, damit ich links hören kann. Aber wie lange hast du den? Weil der ist aus England wahrscheinlich oder Hongkong oder Japan oder was? Ich habe ihn aus München. Aber ich bin vielleicht auch Engländer. Willst du ein Auto sehen, wo ich früher gewohnt habe? Na klar. Ich sag dir mal, ein richtig Luxus-Nightliner. Guck mal hier, er steht überall so, aber nirgendwo Joey. Immer nur Paddy und Angelo. Ach du, das ist so, so das kenne ich. Es gab mal Voting, der berühmteste Rammsteiner. Und? Platz 6. Du warst letzter? Ist immerhin gut, warst du unter den ersten 10. Ich war bei der Bravo, es gab ein Ranking. Erst kam mein Bruder Paddy und Angelo, dann kam der Rest, ich war der Letzte. Tasche. Oh Mann. Das war meine Suite. Deine war so groß? Ja. Zum Schluss. Am Anfang. So warst du der Bandchef oder was? Nee, wir hatten am Anfang nur einen Bus für alle.
später hatten wir genug Cash oder Geld, dass wir einen zweiten kaufen konnten. Und das war der zweite. Und das war der Bus der Jungs. Und dann habe ich halt hier diese Kabinen gebaut. Das waren wirklich für uns Suiten. Aus Sperrmüllholz. Das Problem ist, diese Busse, die sind ja nicht isoliert. Ne? Im Winter ist es arschkalt und im Sommer ist wie ein Glashaus. Und wo seid ihr aufs Klo gegangen? Wir unten Eimer, das war's. Und dann mal vor den Eimer. Und wenn man vergessen hat, den Eimer halt raus zu schmeißen, vom Pferd, dann kippt er um. Genau, beim Bremsen ist der Eimer umgekippt. Da war die Kacke überall. Das war richtig toll. Aber Flagge, wie habt ihr getourt zu Ostzeiten? Wir hatten einen Gas-Wasser-Klempner-Bus, so einen Entstörungsbus. Und den hatten wir vom Schrott. Das war Feeling B oder war das eine andere Band? Nee, das war Feeling B. Aber Feeling B war im Osten schon eine sehr bekannte Band, oder nicht? Ja, aber wir waren nicht keine offizielle Ostrock-Bands. Also es gab so Bands, die so staatlich gefördert worden und vorgezeigt worden und wir waren so halb Untergrund. Wir waren Amateure, die haben noch eine Einstufung gemacht. Du durftest nicht Musik machen. Nee. Musstest zum Abend zum Erlaubniswesen einen Antrag stellen, ein polizeiliches Führungszeugnis bringen, eine Genehmigung von deinem Betrieb, dass du das machen darfst nach der Arbeit. Ja. Du musstest die Texte abgeben und dann war da eine Jury vom Rat der Kultur, FDJ-Zentralrat und Kulturministerium. 10 Typen, die hatten mit Musik nichts am Hut. Das waren so trockene Stullen, die da saßen. Da mussten wir dann das Programm so vorspielen, so wie bei der Prüfung. Und da haben sie gesagt, der Sänger, also Gesang ist nicht so gut und Texte auch nicht. Und du musstest alle 2 Jahre musstest du wieder machen, so wie TÜV. Sonst durftest du nicht spielen. Aber dann habt ihr diese Prüfung gemacht oder nicht gemacht? Oder? Wir haben die Prüfung gemacht, damit wir einen Club spielen durften. Okay. Und wenn wir dann aufs Dorf gefahren sind, dann durften wir spielen, so was wir wollten. Auf dem Dorf hat es keinen gejuckt. Da waren die besoffenen Typen, da war die Anarchie. Da hat alles, was die in der Stadt da sich ausgedacht haben, hat nicht gewirkt. Genau hier vorne. So, da bin ich gespannt. Das ist die Reithalle. Und da habe ich immer früher heimlich Autoball trainiert, dass ich möglichst gewinne und habe trotzdem nie gewonnen. Und hier habe ich Tore gebaut. Die haben mich 600 Euro gekostet, die Tore. Aber extra die gleiche Größe wie bei diesen Autoball. Weißt du noch, kennst du noch früher die Stefan Raab-Shows? Ja, aber gesehen habe ich das selten. Also das habe ich nie gesehen. Ja, Autoball gab es 5-mal. Und in der Köln Arena. Und das war vollkommen sinnlos, das Ganze. Bist immer mitgefahren? Ich bin immer mitgefahren. Flagge, dass du Bescheid weißt, wenn der Ball bricht, sind 300 Euro los. Der kann brechen? Ja, der kann kaputt gehen. Okay. Der kostet 300 Euro, diese scheiß Bälle. Die sind richtig teuer. Ich dachte, das ist so ein Fitball zum Draufsetzen. Aber in der Entfernung. Für große Leute. Daniel, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen hier einen Schiri. Darfst du so manchmal jetzt gefährliche Sachen machen? Nee, überhaupt nicht. Weil wenn du jetzt einmal bei der Band fehlst, gibt es einen Ersatz überhaupt? Ich meine, bei uns als Kellys, das war scheißegal. Wir waren so viele, wir waren 100 Mann auf der Bühne, dass es gar nicht aufgefallen ist, wenn einer nicht da war. Ich habe nur ein Konzert nicht spielen dürfen. Ich habe meine Schwester Fette Sau genannt. Und dann einfach sagt, du bist nicht auf der Bühne heute Abend. Oh, da werde ich mal auch mal öfter mal Fette Sau sagen. Aber sie war fett. Los geht's! Ich brauche Öl für Gasolin, explosiv wie Kerosin, mit viel Octan und frei vom Blei. Eine Kraftstoff wie Benzin. Ja. Krieg nicht mehr an. Du wolltest mich gewinnen lassen, war ich gemerkt. Wie kann man so rücksichtsvoll spielen wie du, ey?
Nee, das war noch harmlos. Es geht. Wir haben ja zusammen versucht, auf dein Tor zu gehen. Du bist sehr, sehr lieb, Joey. Wirklich, danke. Ist ja unfair, ne? Ich habe ja diesen Scheiß trainiert. Ich komme mit dem Rückwärtsgang nicht rein. Das ist mir immer zu schwer. Stress gerade? Warst du gestern noch Vortrag oder so? Ja, zwei. Das ist echt knapp, war. Zwei. Und da bist du jetzt hierher geflogen, extra für die Aktion? Nee, ich war gestern um eins oder zwei zu Hause. Und morgen, wo bin ich? In Dresden habe ich einen Vortrag. Nach dem Osten. Und übermorgen in Leipzig. So, ich brauche mein Laptop, weil ich will doch einen Vortrag machen. Ach, guck du, ich habe hier gleich noch ein Geschenk für dich. Weil du bist da so Fan, habe ich gehört. Du schenkst mir eine goldene Platte von Rammstein? Nein, die ist doch ganz klein. Leck mir am Arsch. Ja. Ich verleihe die dir für deine Inspiration, die du uns gegeben hast. Dann suche ich dir auch eins raus. Du kriegst auch von mir eine goldene Platte. Ich musste die auch erstmal suchen, weil die sind unterm Schrank. Und es war so feucht im Sommer und hat es geregnet. Nicht diesen Sommer, die zwei davor. Und da sind die alle so nass geworden. Ja. Du musst deshalb ein bisschen verbogen. Deshalb muss ich die jetzt auch langsam verschenken, alle. Damit sie nicht wieder nass werden. Mega. Wenn sie dann nur liegen, immer gerne. Danke, Flagge. Der das kleine ist, ja, Plattenhandel. Ich hab, Rammstein, goldene Platte. Ich glaube, da die Fans würden mich dafür killen. Mensch, wir sind doch ja nicht so weit. Wir haben noch nicht getan. Ein, zwei, one, two. Vielleicht erzähle ich einfach einen Ablauf. Das Ganze geht ungefähr eine Stunde. Und es gibt auch zum Schluss eine Abstimmung, wer besser war. So, sehr schön. Eine Geschichte mittel in Deutschland, der sogenannten Deutschlandlauf. Extremsportler Joey Kelly hat sich selbst härteste Bedingungen gesetzt. Also, von der Nordsee will er bis auf die Zugspitze. Ohne Geld, Betteln verboten, Essen nur aus der Natur und Schlafen im Wald oder in Hütten. Ich hatte eine Plane gekauft. Diese Plane hat mich im Baumarkt 9,24 Euro gekostet. Und jeden Tag meine 50 bis 70 Kilometer marschieren. Man sieht an jeder Ecke Bäckereien, Shopping-Malls, Imbissbuden. Man könnte zu Hause anrufen, man wird abgeholt. In 3-4 Stunden bin ich zu Hause, Kühlschrank voller Essen. Der innere Schweinehund, der steht vor einem die ganze Zeit. 2 Wochen ohne Essen, 2 Tage ohne Schlaf und 2 Tage ohne Trinken. Das sind unsere körperlichen Limits, die wir alle können. Darüber hinaus wird es halt gefährlich und vielleicht sogar lebensgefährlich. Am 10. Tag habe ich Glück gehabt und habe auf der Bundesstraße einen frisch überfahrenen Hase gefunden. Den habe ich klar gemacht, abends im Wald gebraten, gegessen, bin am Tag danach gelaufen wie ein Tier. Gut, ich gebe selber zu, die Bilder schockieren mich auch leicht. Ich hätte es auch nicht erträumt, dass man so verzweifelt ist. Ich habe auch eine Katze gesehen, aber die hat noch gelebt. Dann dachte ich, das ist keine gute Idee. Aber Schnecken habe ich gesammelt. In Frankreich werden die Weinschnecken gesammelt, gekocht, gegessen. Und was ich nicht wusste, ist, man die Schnecken so 2-3 Wochen entgiften sollte. Und dann soll man die essen. Ich habe am Tag danach nur noch Schlamm gekostet. War wirklich ein Hase, ein Traum. Nach 17 Tagen war ich schon in Garmisch und hatte vorgenommen, wenn die Kraft im Körper noch da ist, dann steige ich hoch an die deutsche Zugspitze über den Höllental. Und hatte viel Glück, das Wetter hat gepasst. Ansonsten ist es gar nicht möglich, die Berge zu besteigen. Nach 17 Tagen und 23 Stunden hatte ich mein Ziel geschafft, die Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen. Und dann habe ich im Voraus ein Foto gemacht, zu sehen, falls ich überlebe, wie man sich in der Zeit von knapp 18 Tagen verändern kann. Und hatte nach knapp 18 Tagen schon 15 Kilo abgenommen. 15 Kilo in 18 Tagen und der ganze Spaß hat mich nur 9,24 Euro gekostet. Die Plane. Ich bin fest davon überzeugt, dass mindestens 30% geht über den Willen, über Mindset. Und die US Navy sagt, wenn du glaubst, du bist am Limit, bist du bei 40%. Meine Erfahrungswerten in 2 Jahrzehnten Challenges ist, dass 30% doch mehr drin ist, meistens, als wir uns selbst trauen. Und ich mache den Lauf nächstes Jahr nochmal und suche Teilnehmer. Ist aber nicht umsonst, kostet Eintritt.
9,24 Euro. Wenn Sie eine Plane bringen, ist umsonst. Ne? Tausend Dank. So, ich übergebe das Mikrofon. Ein Riesenapplaus für eine Riesenehre für mich, Flagge. Dankeschön fürs Kommen. Sehr gerne, danke. Schönen guten Abend, mein Name ist Flake. Ich sehe sonst so aus, weil ich spiele in einer Musikgruppe. Ich habe festgestellt, das Schöne im Leben hat man, wenn man das macht, was einem Spaß macht und das, was einem liegt und nicht das, was die Leute von einem erwarten. Und um Gottes Willen nicht das, was vermeintlich zum Erfolg führt. Denn mit Erfolg ist es wie mit der Liebe und dem Glück. Wenn man es sucht, dann rennt es weg. Ich versuche das mal anhand meines Lebens zu erklären. 1983 war in Berlin sozusagen eine Explosion aus Künstlern. Alle haben Performance gemacht, Musik gemacht. Und da habe ich diesen Aljoscha kennengelernt. Dann haben wir eine Band gegründet und hießen eben Feeling B. Unser schlimmster Feind war nicht die Stasi, sondern der Alkohol. Manche Konzerte waren also so schlecht, dass wir die nicht mal zu Ende gespielt haben. Und dieses Bild ist leider nicht vor oder nach dem Konzert aufgenommen worden, sondern direkt während des Konzertes. Und wir spielen noch und unser Sänger war oft nicht wach zu kriegen. Das war immer ein bisschen schwierig mit ihm. Dann kam die Wende. Ein großer Einschnitt. Kein Ostler wollte mehr Ostbands hören. Da dachten wir, wir machen mal eine Band, die mal das macht, was jetzt nicht die anderen machen, dass die versuchen, amerikanische Bands nur nachzumachen. Wir sind nicht die Chili Peppers oder so. Und ich wurde gefragt, ob ich mitspielen kann. Ich bin mit hingegangen, stand im Proberaum. Und was ich da erlebt habe, war eins meiner schönsten Tage. Da waren 6 stumpfe Typen, also mit mir 6, die da völlig entseelt einen Riff eine Stunde lang gespielt haben und sich dabei gefreut haben. Und keiner hat sich irgendwie versucht hervorzutun oder irgendwas, sondern alle haben ein Stück Musik gespielt wie eine Maschine. Da habe ich gesagt, da würde ich gerne mitspielen, das ist ja total gut. Dann wollte man einen Plattenvertrag machen, weil wir dachten, eine Band ist ja ganz lustig und schön, aber mit Platte, damit man merkt, dass es uns wirklich gibt und so. Und haben an Plattenfirmen unsere CDs geschickt und Kassetten. Und die meisten Firmen haben gesagt, Jungs, für diese Musik und auf Deutsch singen ist überhaupt kein Markt und kein Interesse da. Aber dann kam der Tim Renner, der hat gesagt, Jungs, ich mache mit euch eine Platte, aber wie ihr auftretet, ihr wirkt so unsicher und unbeholfen, das geht so nicht, ich schicke euch auf Tour. Der hatte gerade, gab so ein Vertriebstreffen, wo die alle Firmen in allen Städten den Händlern und Verkäufern eine Belohnung gemacht haben mit Konzert und Essen und Trinken für umsonst. Und da saßen wir dann jeden Tag, 17 Uhr, dagegen ist hier eine Bombenstimmung. Also da waren die Angestellten mit Schlips vollgefressen, haben sich 8 Stunden Vorträge mit so Leistungskurven so anhören müssen. Und dann sollten wir das spielen. Die saßen noch näher, als sie jetzt waren. Es war peinlich wie irgendwas, wenn man sich jetzt hier hinstellen muss. Rammstein, es ist entwürdigend, peinlich, traurig. Und nach dem zweiten Abend haben wir gesagt, wir fahren ab. Sagt er, nee, ihr müsst hier mitmachen. Da dachten wir, gut, sind zur Tankstelle gefahren, ein bisschen Benzin geholt, einen Kanister, haben den in kleine Plastikflaschen gemacht und vor dem Konzert auf dem Fußboden gespritzt. Und beim ersten Lied, beim Ramm, hatte Till von Silvester noch so ein paar Silberfontänen. Da hat er so Ramm, damit das Konzert so anfängt, da hat er dieses Mal Ramm mal nach unten gezeigt und die Fontäne ging auf den Fußboden. Das hat so doll gebrannt, ich war selber völlig erschrocken. Also ich habe ja nicht gewusst, dass Benzin so gut brennt. Also es hat eine Zehntelsekunde gedauert und der Saal stand in Flammen. Die Leute sind aufgesprungen, haben getanzt, sag ich jetzt mal, und waren Feuer und Flamme, waren völlig hellwach, waren endlich da. Und wir haben gedacht, geht doch, so kann man ein Konzert machen. Und ich verabschiede mich auch freundlich. Ich hoffe, dass Sie bei dem, was Sie machen, Spaß haben. Und Erfolg hat man schon, wenn man noch lebt, sag ich mal. Das fällt mir gerade ein, aber dann muss es ja ein bisschen bis dahin geklappt haben. Also noch ein schönes, langes Leben. Viel Spaß. Danke schön. Jetzt brauchen wir eine Abstimmung. Du hast gewonnen. Das ist eine klare Sache. Ich glaube nicht, Flagge. Also, wer hat Flagges Vortrag gut gefunden? Wer fand meinen beschissen? Du bist ja fies. Okay, du hast gewonnen, Flagge. Perfekt, super. Danke. Ram.
Weißt du, dass ihr auf der Welt viel berühmter seid als wir? Nee, das stimmt nicht. Doch, pass mal auf, wir haben in Budapest gespielt, im Stadion. Im Neppstadion, irgendwie das Größte, was es da gibt oder so. Und da waren wir essen mit dem Promoter und der haben gesagt, Mensch, ey, Stadion so schnell ausverkauft, ist ja cool und so. Sagt er, du, irgendwie in 18 hatte ich die Kellys hier, die haben 4 Tage im Stadion gespielt. 2x am Tag. Okay. Dagegen, das schaffen wir nie im Leben. Also die Leute müssen so irre zu euch gekommen sein. Überall, wo wir sind, sind noch alte Kelly-Plakate. St. Petersburg, Moskau, überall steht noch Kelly Family. Ihr müsst da barbarisch abgeräumt haben. Also ihr müsst eine größere Tour gemacht haben, als wir jetzt. Nee, das stimmt nicht. Es ist nur so, wir haben ja ein anderes Publikum. Wir haben ja zum Beispiel jetzt viele Familie. Und bei uns war das wie so Holiday on Ice. Die spielen auch so 2-3 Mal am Tag. So ungefähr anders. Die kommen alle rein und also wieder raus. Also vom Niveau her, da sind wir da auch langsam angekommen. Du hast ja die ganze Woche gespielt und so Freitag, Samstag, Sonntag Doppelshows. Oh. Und dann spielst du in 3 Tagen 6 Shows. Und jede Show geht auch, wie bei euch, 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Also wir dürften nicht saufen. Hinter der Bühne bei den Kellys war es im Ernst jetzt? Total beschissen. Und hat dein Vater das durchgesetzt? Ja, mein Vater und meine älteren Schwestern, die haben sich dafür eingesetzt. Und hat das geklappt? Ja, die haben uns gequält, was das Zeug hält. Also halte ich mal fest, das ging so weit, die Scheiße, dass die im Hotel zum Beispiel, früher gab es Pay-TV über Kabel, so ein Kabel musste man haben, ne? Da haben veranlasst, dass im Hotel die Minibars alle leer waren mit Alkohol, kein Schnaps und kein Bier, nur Saft und Cola. Dann das Pay-TV-Kabel auch abgebaut, dass man halt abends keine falschen Sachen sieht. Und du musst dir auch vorstellen, dann haben die ein Security im Gang gesetzt, dass man halt quasi, als hieß Schutz, dass keine Fans kommen. Es war, dass keiner von uns abhaut. Ne? Ich kenne nichts aus der DDR. Und hinter die Kulissen bei uns, keiner dürfte rauchen, es gab kein Alkohol. Und wenn, sag mal, ein Roadie oder irgendjemand mit einem Fan ausgegangen ist, ist er sofort entlassen worden. Sag mal, und du hast dich da auch dran gehalten? Nee, ich bin immer abgehauen. Es war sehr, sehr anstrengend mit der Kelly Family auf Tour früher. Und mein Vater hat da wirklich so unfassbar übertrieben. Ich dürfte mit 24 nicht alleine ausgehen. Du, ich hatte alles von selbst verboten. Keine Freundin mit 24, obwohl es erlaubt war. Es war verboten. Und dann habe ich ein Mädel getroffen. Und dann hat mein Bruder, mein Vater erzählt, Joey, triff sich da mit einem Mädel. Und dann gab es eine Gestalt. Da gab es halt, die haben mich umsingelt alle. Ich musste mich hinsetzen. Und dann haben die, und dann habe ich immer so gemacht, dass ich geschwiegen habe. Hast du dir das noch gefallen lassen? Ich muss mir vorstellen, mein Vater hat mich 4-mal rausgeschmissen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht, es ist mein Haus. Du hattest nichts, wenn du rausgeflogen bist als Kelly. Du hattest kein Konto, kein Geld. Du hattest, sag mal, keinen Freundeskreis, kein Netz. Also es gab ja kein Internet, kein gar nichts. Das heißt, du warst auf der Straße. Du warst fucking tot. Ne? Children, there's a wolf out there. Open up your eyes, son, 'cause he's gonna get you. Lock your door at night, 'cause he's gonna eat you. Don't try fighting beast, 'cause he's gonna beat you. So, wo geht's lang? Schließt du die Autos nie ab? Nie. Grundsätzlich nicht, weil manchmal bekommt man sie nicht wieder auf. Und zweitens, wer ein Auto von mir klaut, muss so bescheuert sein. Also der kann es dann auch, der hat es dann auch verdient. Weil wer mit denen dann irgendwo ankommt, muss wirklich besser fahren können. Also aber Schlüssel lässt du nicht stecken? Normalerweise ja. Doch, ja? Ja. Auch falls, in Berlin? Ja, falls mal jemand, meine Frau oder so schnell das Auto braucht. Ja. Und dann kann man nicht sagen, dann sieht man die immer keiner, wisst ihr? Aber weißt du was? Das gehört ja Podolski. Ah, verstehe. Das ist ja, ich habe das nur in der Zeitung gelesen. Der hat ja eine eigene Dönerbude. Er ist noch Fußballer in der Türkei. Und dann hat er mit einem Kumpel, der Türke ist, dieses Dönerbude gemacht. Machst du so viel Sport? Ja, ich laufe.
Jeden Tag? Ja. Aber habt ihr nicht jeder von euch 5 Security oder einen? Der Wecker bescheuert, da erkennen sie mich ja. Wenn ich mit einer Security laufe. Wenn ich alleine bin, erkennt mich keiner. Denken sie, ich bin Assi mit einem Hund oder so. Ohne Hund daneben. Das heißt, du läufst nach dem Konzert vom Stadion ins Hotel 5 Kilometer, 10 Kilometer? Ja. Das ist eine gute Distanz und abends ist Frieden. Ja, noch nie Stress gehabt, weil zum Beispiel nachts in Moskau oder wo auch immer ihr überall seid? Ich habe mich mal verlaufen in Osaka, aber da hatte ich auch noch kein Handy. Ich habe noch keine Handys. Du auch komplett? Ja. Ist ja egal, ob wir stinken. Ja. 2 Döner zum hier essen, bitte. Hier ein Tisch. Habt ihr das in der Band, die Probleme wie bei uns, dass es immer einer gibt, der durchdreht, der Stress macht? Eigentlich nicht. Bei uns ist die Hölle. Es gibt immer einer, der irgendeinen Grund hat, warum er seine Tage hat. Aber ich meine, ihr seid auch schon Eltern. Mir wird man da langsam auch. Nein. Ich wusste mal die Creme von der Backe. Das erste Konzert, was wir als Kelly Family organisiert hatten, da kam nicht ein Mensch. Da kam keiner. Da haben wir unsere Sachen gepackt, sind rausgegangen. Und dann kam ein Zuschauer, eine Frau, und sagte, bin ich zu spät? Oh, so süß. Und dann haben wir ein kleines Konzert für sie gemacht. Unser erstes Konzert war als Vorband. Weil uns wollte keiner spielen lassen. Und dann haben wir die Band von meinem Bruder genommen. In einem Club in Leipzig. Und haben einfach als Rammstein die Vorband gemacht. Dein Bruder macht Musik? Und die Typen, der macht so lustige Musik. Und die Typen dachten, dann kommt jetzt eine lustige Band. Die von meinem Bruder. Und da kamen wir ohne Ankündigung oder so mit unserer Musik. Die Leute standen da, haben sich nicht bewegt, die haben es überhaupt nicht verstanden. Das Konzert zu Ende hat keiner geklatscht oder irgendwas. Sie standen da und sagten, was war denn das jetzt oder so. War total gut. Das heißt, dein älterer Bruder, der macht auch Musik? Ja, aber der macht eher so eine lustige. Also sie machen, kennst du so Like a Virgin von Madonna? Mhm. Da singt er wie ein Würstchen, weil klingt so ähnlich wie Virgin, verstehst du? So vom Text her so übersetzt halb. So phonetisch, dass es dann so lustig ist. Wie nennt man das? Eine Parodie. Und wie ist es für ihn, dich auf der Bühne zu sehen, in die größten Stadien der Welt? Das muss doch irre sein, oder? Ich glaube, er war auch noch nicht da. Was? Dein Bruder war noch nie bei dir im Konzert? Vielleicht früher mal. Okay. Ich sehe nicht immer mehr als einen Job. Und ein Klempner, der nimmt ja auch nicht die Kinder mit oder die Verwandten. Ich dachte früher, zum Musikmachen gehört Alkohol trinken. Weil unser erster Sänger, Aljoscha, war schwer alkoholkrank und ich wusste das nicht. Ich dachte, er ist der Sänger, also so trinkt er Schnaps. Völlig normal, ist wie so Berufsbekleidung. Also, ist jetzt so ein Berufsutensil. Der Maurer, der hat eine Maurerkelle und der Sänger, der hat eine Flasche Schnaps. Für mich war das völlig normal. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass man auch nüchtern überhaupt Musik machen darf. Weil alle haben ja gesoffen so vor dem Konzert. Jeder. Ich kannte keinen auf der ganzen Welt, der nicht besoffen gespielt hat. Ich dachte ja, wer nüchtern spielt, betrügt er die Fans. Weil der weiß ja dann, was er tut. Weißt du, das ist ja dann emotionaler Schwindel. Weil du tust ja als Musiker, als bist du völlig verrückt. Und so, ja, ist alles egal und zählen nur die Gefühle und so. Aber wenn du dann nüchtern bist und klar drüber nachdenkst, ist das ja dann eigentlich dann nicht mehr echt, weißt du? Weil dann machst du das, ja, dann weißt du eigentlich so, was du tust. Musiker, der darf ja nicht wissen, was er tut. Er muss ja so nur nach dem Gefühl leben. Und ich hatte eine Krankheit mal, irgendwie pfeiferisches Drüsenfieber, da wisst der Geier. Und da darf man keinen Alkohol trinken, weil die Leber so angegriffen ist. Und da habe ich das erste Konzert so nüchtern gemacht.
Und ich stand auf der Bühne und habe gespielt, gedacht, was mache ich hier, was soll das? Und dann ging das überhaupt nicht zu Ende. Das Konzert hat ewig gedauert und noch eine Stunde. Und ich dachte, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Und dann kam ich mir so fehl am Platze vor. Also wenn ich wie auf der falschen Party bin und dann konnte ich mich auch nicht bewegen oder so, weil ich habe überhaupt nichts gefühlt. Und dann habe ich mich so alibimäßig so ein bisschen gezappelt. Und so, das fiel mir ganz schwer. Das war wie so eine Kraftanstrengung, wie so Kraftsport, dass ich mich so bewegt. Und ich dachte, oh nein, ist das alles eklig. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, wie schlecht wir spielen. Weil da hörst du ja mal alles. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ist das peinlich? Mir war es ganz, ganz peinlich, der Auftritt. Und erst als ich dann länger nichts getrunken habe, habe ich gemerkt, dass ein Konzert auch nüchtern Spaß machen kann. Und dann kam irgendwann wirklich der Punkt, wo es mir nüchtern richtig Spaß gemacht hat, wie es mir betrunken nie Spaß gemacht hat, weil ich betrunken gar nicht so mitgekriegt habe. Aber wie hast du das geschafft, nicht zu trinken? Einfach von heute auf morgen oder ja. Therapie? Ja, also ich muss mal sagen, eigentlich ist es das Verdienst so von meiner Frau. Die hat irgendwie gemerkt, dass ich mal was fand sie noch okay. Und dann hat sie irgendwie gemerkt, dass ich ein so Problem habe, dass ich im Prinzip nicht mal abends normal weggehen kann, ohne was zu trinken. Weil das macht man ja nicht, wenn man trinkt. Dann trinkt man ja schon immer mal was. Und zum Treffen hat immer auch ein Bier gehört und so. Und irgendwann hat sie versucht, mal mit mir wegzugehen, dass ich nichts trinke. Und das fiel mir extrem schwer. Und dann ist es natürlich so, dass man auch viel anfälliger für Fremdgehen ist und so, wenn man noch betrunken ist. Weil da denkt man nicht an die Zukunft, sondern an die Konsequenzen und so. Und um sich davor zu schützen, mehr also auch und auch aus anderen Gründen, hat sie mich im Prinzip vor die Entscheidung gestellt, aufzuhören zu trinken oder sie trennt sich. Und das war für mich dann eine klare Ansage, zu sagen, okay, ich höre auf. Also das war mir dann wirklich so wichtiger. Wahnsinn. Ich wohne in Köln seit ewig und ich war noch nie in diesem Museum. Siehst du, du müsstest eigentlich das nächste Mal nach Berlin kommen für Teil 2, damit ich mal ein paar Sachen von Berlin sehen kann. Lass mich vor. Hallo. Hallo. Ich bin Flake. Guten Tag. Mario Gramm. Guten Tag. Enjoy. Tag. Kommt mit. Und Sie wissen überhaupt nicht, worum es geht, ne? Nee, das ist die Überraschung. Ja, das ist die Überraschung. Es geht um die erstaunliche Tatsache, dass auf der Weltausstellung 1937 in Paris, 37, klar, Nazizeit, Köln die einzige Stadt weltweit war, die einen eigenen Pavillon hatte. So als wäre es ein Extraland im Prinzip. Genau. Und der ist hier. Hier ist er zu sehen, direkt unterhalb des großen Pavillons von Albert Speer des Deutschen Hauses, gegenüber der Sowjetunion. Ein Jahr vorher ist die Wehrmacht in Köln einmarschiert, ins entmilitarisierte Rheinland und bejubelt worden in Köln. Und jetzt präsentiert sich Köln im Herzen des Erbfeindes als Bollwerk des Westens. Also was will man mehr für die Nazi-Propaganda? Ne? Da haben sie den Bau des Kölner Pavillons um den deutschen Pavillon herum. Was, dieses Monster hier? Dieses Monster ist der deutsche Pavillon, ja. Ah, ja. Und dieses Monster ist der sowjetische, genau gegenüber. Ne? Wie auch auf dem Gemälde. Aber das war in Paris... Ah ja, klar, aufgebaut. Alles. Ja, natürlich. Und das sind 70 Meter hoch oder wie hoch? Ja, aber natürlich. Die Franzosen sind den Nazis in jeder Hinsicht entgegengekommen. Nur einmal nicht. Nämlich als die Nazis gefordert haben, dieses Treppenhaus und die Terrasse soll nur für reichsdeutsche Besucher sein. Also regimetreue Besucher aus dem Deutschen Reich. Entspricht ja nicht Idee der Weltausstellung. Oder? Exakt. Und deshalb haben die Franzosen gesagt, wisst ihr was, ihr könnt uns. Dann macht er das nicht, das nicht. Also mussten sie es für alle offen halten, also auch für die vielen Regimegegner. In Frankreich, in Paris sind damals 30.000 Emigrierte, ganz viele Rheinländer auch, ja klar. Gut, den Rest können sich alleine erschließen. Ich danke Ihnen, das war mir ein Vergnügen. Ja. Herr Lorenz, sehr gerne. Kelly. Ja, danke, wir kommen macht wieder. Gut. Tschüss. Wir haben 1983 bis 5, fast 86 auf der Straße gespielt. Wir haben hier unter dem Eiffelturm da gespielt, Champs-Élysées, überall im Metro. Da ging es uns so dreckig. Wir haben das günstigste, sag ich mal, 2-Sterne-Hotel, 3 Zimmern in der obersten Etage uns leisten können.
und auf der Straße gespielt und davon gelebt und alle ernährt. Und Paris vor 35 Jahren war nicht so schickimicki, wie es heute ist. Das war ein Drecksloch, ne? Also zum Teil. Es gibt eine lustige Geschichte. Wir haben in Paris auf der Straße gespielt, vom Notre Dame. Und einer von vielleicht 20 Menschen, der vor uns stand, war Bruce Springsteen. In Paris? In Paris. Und hat uns angesprochen, wir haben ihn gar nicht erkannt, und sagte, ich bin Bruce Springsteen, ich finde, was er tut, total cool. Und dann hat er uns seine Adresse gegeben und gebeten, dass wir ihn in den USA besuchen sollten. Er würde uns mal gerne, keine Ahnung, irgendwie unterstützen. Und wir haben ihn nie angerufen. Und Jahre später spielten wir in der Nähe von Dortmund, auf der Straße in Witten. Und da spielte Bruce Springsteen mit seinem Soloalbum in der Westfalenhalle. Ein Jahr später der kommerzielle Durchbruch und füllten die Westfalenhalle selber neunmal hintereinander. Früher hat man noch in der Westfalenhalle 18.000, 20.000 Menschen reingestopft. Mittlerweile ist sie ein bisschen reduziert. Irre. Der Till, der verbrennt dich immer, ne? Immer ist da, das ist ja 1000 Grad. Du stehst vor ihm mit diesem Maskeanzug oder in diesem Kochtopf. Ist das nicht super gefährlich? Ja, aber ich konzentriere mich ja auch. Gehen die Flammen nicht wieder auch rein? Ja, ist auch schon passiert. Ist auch schon passiert. Der Sauerstoff oder ich weiß nicht was? Ich darf nicht atmen. Also atmen darf ich die ganze Zeit nicht im Kochtopf. Weil der Sauerstoff ist so weggebrannt und wenn es so noch diese brennende Luft ist und ich atme ein, dann sauge ich ja die Luft in die Lunge. Da würde ich sofort sterben. Also atmen kann ich gar nicht im Topf. Und dann habe ich mal Luft geholt, als ich so aufgetaucht bin, als eigentlich Luft sein müsste. Und da war so, weil der Sauerstoff aus der Luft genau. raus. Ist ja von Feuer. Also ich habe zwar, das war dann nur Stickstoff oder so, ich habe zwar so Luft holen können, aber die Luft ist nicht, also es war kein Sauerstoff so in den Lungen. War auch ein komisches Gefühl. Aber das macht ja schon seit 20 Jahren, oder nicht? Dass da in 20 immer Jahren nie was passiert ist, das ist doch absolut Wahnsinn. Ne, passieren schon immer Sachen, wenn man die Sachen übt. Weil dann weiß man ja noch nicht, wie es funktioniert. Man weiß ja noch nicht, wie doll er schießen darf und wie das ist. Und wir haben mal den Kochtopf geübt. Und ich habe immer so drin gesessen und mich geduckt und Till so, jetzt schieße ich so. Und ich okay, jetzt schieße ich so. Und alles so gut weit geklappt. Und dann waren wir fertig, haben wir gesagt, okay, so machen wir es. Ich bin ausgestiegen und da bin ich mit meinen Fingerkuppen am Topf kleben geblieben, weil da war durch das öfte Schießen, weil wir so oft drauf geschossen haben, hat der fast geglüht, der Topf. Und war so heiß. Und ich habe absolut nicht dran gedacht, weil ich habe mich immer weggeduckt und so, dann habe ich so angefasst mit beiden Händen. Boah. Und wollte aussteigen und dann sind mir die Fingerkuppen so abgebrannt. Also völlig verbrannt gerochen und so war abgeschmort. Und dann bin ich nicht, dann war es zu spät, weil einmal verbrannt ist, ist verbrannt. Da habe ich dann so Salbe drauf gemacht und Verbände. Das war ja so vor der Tour, das war das Schlimme. Wisst ihr, wir haben ja kurz vor der Tour das alles geprobt. Und dann musste ich die ganze Tour spielen mit so schmerzenden Fingern, wo es alles so rausgealtert ist. Also das war total fies. Last night in my dream, I was chasing butterflies till the sun. Dann spielt mit mir machen. Ja, ja, klar, natürlich. Super jetzt. Ja. Cool, danke. Macht alles. Und Miss Kelly-Fan, aber wahrscheinlich Anjo oder Paddy, ne? Nee, nur von dir. Ja, klar. Das von allen. Kaufe ich dir nicht ab, aber egal. Sometimes it's our end.
Was ist die coolste deutsche Band? Rammstein, hier, da ist Flagge von Rammstein. Ach, den kenne ich gar nicht. Oh, Scheiße, das ist peinlich. So, du bist immer erkannt, ich hab Frieden. Das ist ja geiler. Ja, aber wir spielen den Club. Der Pastor von uns behindert. Wir spielen in Clubs und ihr spielt im Stadion. Jeden Tag zweimal ausverkauft. Ja, die haben schon was gehört. Hallo. Da seid ihr. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Flake. Ich bin Nachtwache. Perfekt. Wir sind die Nachtwache? Richtig. Hier gibt's eine Nachtwache. Immer. Ja? Die passen auf, dass keiner was klaut. Obwohl, nicht nur klauen, verstecken oder vielleicht Anbruch oder sowas. Obwohl der Alarm gesichert ist, trotzdem. Nachtwache immer da. Ja, klar. Kommt rein. Hier lang. Es waren früher mal die Punk-Konzerte in Kirchen, weil die Kirchen waren die einzelnen Räume, wo die Punks spielen durften. Und da hast du nie was gehört, durch die Akustik, bei Blut und Brei. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Vortrag in einer Kirche. Es ist schwierig, weil die Leute verstehen, muss ganz langsam reden, ja. Weil die Akustik ist so Volumen, dass die Leute halt quasi nicht gut. Aber wie die Orgel da klebt, ist geil. Wie im Harry Potter-Film. Genau. Hallo. Oh, ist das getimed, ey. Tobias Schwalbe. Taschen, Flake. Willkommen. Enjoy. So, ich gebe jetzt auch die Runde. Taschen. Schauen. Hallo. Hallo. Taschen. Ist das evangelisch oder katholisch? Katholisch. Katholisch, ja. Ich bin konfessionsfrei, wenn man das so nennen kann. Ich komme aus dem Osten, also aus der DDR. Und da war die Kirche nicht so angesehen. Es war nicht gern gesehen, dass man da ist. Ja, krass, wie unterschiedlich ihr beiden schon groß geworden seid. Also jetzt auch religiös. Habt ihr da eben schon mal drüber gesprochen? Oder? Nee, das Thema hatten jetzt wir noch gerade. Nicht. Musst du über sagen, du bist doch auch katholisch. Ja. Alle Iren sind katholisch, oder? Ich glaube, nach Polen ist Irland irgendwie das Land auf der Welt, wo die meisten Katholiken halt geboren sind. Durchschnitt, wir sind ja nur 4 Millionen Menschen. Viele von meinen Geschwistern sind unfassbar stark gläubig. Und wir hatten das Glück, am Weltkirchentag, 98 war das, in San Remo, auf der Bühne, 20 Minuten zu spielen vor 600.000 Jugendlichen. Und dann auf unserer rechten Seite war der Johannes Paps. Mhm. Wir durften dann zu ihm rübergehen. Da hat er uns, jeder Einzelne von uns, einen Rosenkranz geschenkt. Und dann habe ich eins von meiner Schwester geklaut. Oder gefunden. Ne? Und die habe ich meiner Schwiegermutter dann geschenkt. Und also meine Mutter ist im Himmel. Flagge, glaub mir. Weil da gehört sie auch hin, weil sie hat ihren Leben uns geschenkt. Und wenn ich sterbe, werde ich sie besuchen. Wenn du auch in den Himmel kommst. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist, ja, ich hoffe. In deiner Kindheit hast du ja einiges durchmachen müssen, besonders in der Schule. Habe ich jetzt so gelesen, dass du gestottert hast. Was kannst du anderen Kindern vielleicht auf den Weg geben, die das gleiche Leid mit dir teilen, die vielleicht auch stottern, was ich damals auch sehr stark getan habe? Durchhalten, alles wird später mal gut. Also ich dachte auch früher, das ist ganz schlimm und das Ende, aber im Nachhinein betrachtet ist es dann nicht so schlimm. Einfach durchhalten und weitermachen und versuchen, einen Freund zu finden oder eine Freundin und... Großen Tipp kann ich da auch nicht geben. Mir hat die Musik dann weitergeholfen, dass ich mich für mich hinsetzen konnte und Musik hören konnte. Und dabei hatte ich Gefühle von Kraft und Glück und Mut, was mir für den nächsten Schultag dann die Kraft gegeben hat, den nächsten Tag dann so zu überstehen. Und dann habe ich abends und nach der Schule wieder so Musik gehört. Und dann hatte ich so Bands, die ich so für mich entdeckt hatte, die ich auch nicht mit meinen Eltern hören konnte, sondern nur für mich. Und die haben mich dann so aufgebaut. Das war dann meine Kraftquelle. Stones oder so, die hört das kein Mensch mehr. Aber das war damals mein großes Ding. Da habe ich aus jedem Ton habe ich dann so meine Kraft geschöpft. Also wenn man was findet, was einem wirklich so glücklich macht, das hilft vielleicht.
Wir haben im Dom auf der Straße gespielt und haben jedes Jahr eine Platte produziert und gesagt, diese Platte kommt in den Charts und wird uns erfolgreich machen. Und 10 Platten hintereinander, nix. Alle Riesenflop, hat nicht mal jemand gekauft, echt? Nur auf der Straße. Dann haben wir ein Album produziert und den genannt auch Over the Hump. Over the Hump auf Englisch heißt über den Hügel, endlich geschafft. Das Album. Und so haben wir es auch genannt. Und dann wird das Album auch zu den... War es wirklich? War es wirklich? Ich habe gehört von unserer Crew, die hat für euch gearbeitet früher. Und die haben gesagt, dass ihr das Geld in Müllsäcken rausgetragen habt, weil ihr euch jedes Konzert bar bezahlen lassen habt am Konzertabend. Zum Teil schon, ja. Ich habe dann immer früher, also in in Deutschland auch, weil, ja, warum, weil, ja, weil so hast du. Ja, und das machen die wirklich, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Veranstalter sagt, ich gebe dir das Geld abends. Doch. Ihr habt da direkt dann das Eintrittsgeld von den Fans, also direkt 1:1 gekriegt, ne? Wir hatten mal ordentliche Veranstalter, ansonsten hat man halt wirklich das Geld von der Veranstaltung wirklich mitgenommen. Also ja, es gab hinter die Kulissen bei der Kelly Family sehr viel Bargeld in Umlauf, das stimmt. Scheiße, mit dem Loch gefahren. Nee, das ist nur Sand. Dieses Auto hier ist genial. Wir sind spät, Mensch, Entschuldigung. Tachchen. Alles. Hallo. Barbara, Entschuldigung. Grüß dich. Kein Thema. Kommt mit rein. Seid aber bitte vorsichtig mitten im Abbau. Die Zelte sind echt größer, als man denkt, wa? Es ist ja Wahnsinn. Und das? Hallo, ich bin Flake. Tachchen. Larissa. Larissa. Ja, tut uns erst mal leid. Ja, was macht denn jetzt? Hat der Kinder was verraten? Macht ihr jetzt noch mal die Motorradnummer? Ja, die extra? 7 Jungs und eine Frau. Die eigentlich schon längst ins Bettchen müssten, wa? Show ist schon lange zu Ende, ja, aber die drehen die für Arme. Euch noch mal eine Runde. Seit wann fährt eine Frau in der Kugel? Das ist jetzt erst seit dieser Tour. Neuer. Irre. Ich will. Kriegt der Herzbeklemmung. Ja. Gottes Willen. Wie geht sowas? Wie kann man sowas, sag ich mal, überhaupt wenn man kann es ja nicht üben, ne? Beim ersten Mal. Genau, es macht beim ersten Mal irgendwie funktionieren. Wie übt ihr das zum ersten Mal? Hey, immer mehr. Kommt einer dazu jedes Mal. Ja, aber dass man die Lücke findet. Navi. Aber ey, für mich nach 100 Mal gesehen, immer noch jedemal. Ja. Für mich auch noch. Jetzt geht eigentlich nicht. Das ist in der Motorrad zum Beispiel, der Pan hat. Ja, das ist schon passiert. Das ist schon passiert. Ja. Und dann gibt's Reifen geplatzt. Reifen geplatzt. Die hier, diese Speichen. Ach, irgendwie. Steht gebrochen. Ja. Und dann müssen alle gucken, dass sie sich retten. Mhm. Jeder guckt, wie er klarkommt. Der fährt dann nach unten so zur Mitte und wartet. Ist ja auch da gibt es nicht viel. Also wenn die zu 8 fahren und einer in der Mitte den Reifenplatz hat, ist passiert schon? Karambolage, ja. Wir haben ja alle Gott sei Dank gute Protektoren und Gott sei Dank auch noch nichts Schlimmes passiert bei solchen Sachen, aber Prellungen links und rechts gehören dazu. Ihr müsst dann auch mal kurz rein. Ja. Ich gehe rein. Ich hab Vertrauen in den Jungs. Ich weiß nicht, ob Flagge, darfst du das überhaupt? Ich darf gar nicht eigentlich. Ich muss da unterschreiben, bevor wir auf Tour gehen, dass wir nichts machen, was gefährlich ist. Sonst versichern die Tour nicht. Wenn ich mir jetzt einen Fuß breche, ein Konzert fällt aus, bezahlt er normalerweise die Versicherung. Aber wenn ich selber dran schuld bin, weil durch meine Blödheit ist, weil ich Sport gemacht habe, dann muss ich es bezahlen. Dann wäre die Schuld von dem Motorradfahrer nicht da. Nee, ist das meine, weil ich hätte mich nicht reinstellen dürfen. Ja. Bist du auch schon mal gefahren? Nee. Ich stand schon in der Mitte. Das, was ihr gleich machen dürft. Aber, ich glaube nicht, dass ich es mache. Aber dann wäre nur einer, ja? Ach so, da fährt nur einer. Ja, dann. Ja, ja. Ich mach das vor und dann guckst du, ob du machen willst. Wenn nur einer fährt, dann mache ich es. Ja, okay. Dann passiert nichts. Die haben es voll unter Kontrolle.
Wenn der uns weghaut, dann ist auf einen Schlag Rammstein und Kelly Family weg. Rundumschlag. Genau. So, hey. Warte mal. Rücken am Rücken. Oder warte mal. Tenemos niños, ¿eh? ¿Ya? Tenemos familia. También. También, sí, sí. También, también, claro. Muy bien. Marquette, <Okay, Doctor. laughs> Cool. Muchas gracias, eh? Nicht schlecht. Perdona. Gut, sehr gut. Muchas gracias. Ich habe Englisch gelernt, damit ich die Stones verstanden habe. Und wisst ihr, was passiert ist? Die singen nur Gülle. so junge Männer, geht immer mehr oder weniger um Sex und so völlig belangloses Zeug. Und Satisfaction habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, worum es da geht. Dachte mal, Befriedigung. Was hat er denn? Hast du denn die Stones schon mal kennengelernt? Nee, nie. Ich war einmal zum Konzert. 1990 oder 92. Und da waren die ja schon so uralt, also totale Opas. Und jetzt fiel mir ein, jetzt bin ich viel älter als die damals. Und da waren die für mich schon so Halbtote. Da habe ich gedacht, oh, okay, ich gehe noch mal zum Stones, weil wer weiß, wie lange die noch leben und so. Kann ich mir mal angucken. Das sind ja nicht mehr die Richtigen, das sind ja nur so ein paar alte Mumien. Jetzt habe ich geguckt, 1990 waren die jünger als ich jetzt. Und so nach 10 Jahren jünger, da waren die 42 oder was. Gegen die bin ich jetzt ein Volloper. Ich durfte ja nicht mehr auf die Bühne eigentlich. Das ist mir völlig ein Rätsel, dass das noch keiner gemerkt hat. Willst du die erste Single der Kelly Family hören? Auf jeden. Auf A1. Das kann man sich gut merken. Das Geile ist, Flagge. Du wirst lachen, das Lied kenne ich. Kennst du das? Ja, also das kommt mir auch bekannt vor. Also das Album hier hat sich für das damalige Verhältnis, da war Gold 50.000 Albums, hat mir geschafft. 500.000. 50.000 Euro. 50.000. In Deutschland. Und dann, wir haben nichts verdient. Wir hatten einen Plattenvertrag, wir haben immer noch im Bus gelebt. Das zweite Album-Single war der hier. Da haben die Plattenfirma gesagt, okay, ihr müsst nicht mehr auf Englisch singen. Wir machen euch richtig kommerziell. Ihr müsst auf Deutsch singen, da wird es besser. Und das war ein riesen Flop und dann waren wir wieder auf der Straße. Siehst du, war wieder die Idee von einer Plattenfirma, was genau. Ganz Schlaues zu machen, geschäftsmäßig. Die haben gesagt, wir sollten halt deutsche Songs singen, das wäre halt besser ankommen. Und das war genau falsch. So, kennst du das hier? Ja, ist das die echte? Ja, Mensch. Die Originale, Amiga. Geht. Welcher Song ist das? Ich bin in Trance und es gab in der DDR einen Verzerrer. Der hieß Effekt-Trick-Gerät. War so eine längliche Metallschachtel. Also das macht diesen kranken Gitarrensound. Was eigentlich jemand gar nicht mit Gitarren erzeugen kann. Das wird gleich wieder kommen. Was so quietscht wie Dudelsack. Dieses Geräusch ist eine Gitarre. Ja? Und ich habe meine Brille verloren. Deswegen hat meine Frau mir so eine Sonnenbrille. Und ich wollte Kim Wilde.
Der ist auf der anderen Seite. Müssen wir die Platte wenden. Kim Wilde habe ich nämlich selbst gesungen. Selber gesungen? Ja, weil mein bester Freund ist doch aus Chile. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon mal einen chilenischen Freund habe, kann der mir auch Spanisch so beibringen. Und alle Bands singen Englisch. Da dachte ich, ich bin mal richtig cool und singe auf Spanisch. Okay. Und habe mir von ihm den Text dann übersetzen lassen. Und weiß bis jetzt nicht, was ich da singe. Weil ich ja kein Spanisch kann. Eigentlich ist der Inhalt des Textes, dass Kim Wilde meine Mutter ist. Ja? Ja, aber ist nicht der Wahrheit entsprechend. Das ist die Gitarre von Paul? Ja. Klingt jetzt nur so im Prinzip. Da war schon gut. Ja, klar. Also sowas gab es auf einer DDR-Platte davor nicht. Das ist dieses Casio-Gerät, das Keyboard. Ja. Da haben wir alle besser rausgedreht und alle Mitten und nur die Höhen auf, damit es sich so durchdrängt. Das ist normalerweise sollte es Klaviersound sein, klingt aber nur so wie Plümpel. Okay. Das bist du? Ja. Du singst besser wie Till. Ja, ja. Finde ich jetzt nicht, aber ich konnte den Text, deshalb bin ich immer zu langsam. Jetzt kommt er mit Kim Wilde. Geile Scheiße. Er war ein bisschen hektisch in unserer Jugend. Das ist genial. Wenn man der Schnellste ist, immer der Beste, wisst ihr? Das ist die Improvisation im Plattenstudio. Das war eigentlich im normalen Lied nicht. Weil wir im Studio nur gesoffen haben, haben wir im Prinzip das echte Lied abgebrochen und das dann gespielt. Wie viele gab es damals? Was haben wir verkauft? 10.000 Stück? Hat uns nie jemand gesagt. Okay. Weil war ja Staatsbetrieb und wir sind nicht bezahlt worden nach Exemplaren. Flagge, du hast mir eine goldene Platte geschenkt. Ich glaube, die goldenen Platten von den Kellys sind irgendwie ein Bruchteil wert als die von Rammstein. Also für mich ist es viel, viel mehr wert. Die ist ja richtig geil. Aber es sind nur 6 drauf. Ja, genau. Es fehlen 2. Schade, aber auch gut, weil es mehr Geld gibt. Ach, die haben auch nicht mitgespielt? Nee, Paddy macht Solo. Ach, ist die so neu? Ja, klar, die ist von letztes Jahr. Nein, ja, klar. Habt ihr schon wieder Gold gleich? Ist das geil. In Deutschland gibt es schon 600, also 6-mal Gold. Und das ist die erste Version, also der erste Gold. Wahnsinn. Und es fehlt Maite und Paddy. Und dafür sind wir halt quasi da. Aber wir haben, auch hier gefehlt. Deswegen alles wieder beim Alten. Ist das geil. So ungefähr. Eine neue. Geil. Freue ich mich ganz, ganz doll, Joey. Ich freue mich hier. Danke. Ich komme mir ganz schlecht vor. Nein, das ist gut. Das ist gut. Dann gehe ich jetzt ins Bett auch, beruhigt. Flagge, ein Traum, dass du gekommen bist. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Für mich auch. Ach, ist das herrlich hier, ey. Es regnet nicht mehr, Gott sei Dank. Also mir fällt sehr schwer, aber ich muss losfahren, Flagge. Joey. War total wir geil. Wir sehen uns auf Tour irgendwo. Ich komme mit Frau Sicherheit wieder. Ja, danke schön. Absolut. Vielen Dank. Gute Fahrt, ne? Ja, Mensch.